Hallöche Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel. Und heute packen wir das Felinara-Pack Fliegende Fäuste auf. Das habe ich ganz spontan auf eBay gefunden für knapp 10 Euro und da habe ich mir gedacht, gut, da machst du davon jetzt mal ein Unboxing. Hier sind aber auch noch verzauberndes Echo drinnen. Und wenn wir das jetzt hier mal alles umdrehen, sehen wir nochmal hier, dass hier Felinara drinnen ist. Und in diesem Pack ist aber noch was anderes enthalten, nämlich noch eine Spielmünze sowie ein Spielplan. Sagt man dazu Spielplan? Spielunterlage ist es. Entschuldigung, eine Spielunterlage für ein bis zwei Spieler plus Spielregeln. Und eine Schadensmarke, genau, es ist eine Schadensmarke. Und ich würde sagen, wir machen das dann direkt mal auf. Es ist halt auch schon geöffnet, weil ich es auf eBay irgendwie noch gekauft habe und ist halt da schon ein bisschen geöffnet gewesen, aber der Rest ist halt noch eingepackt und ich würde sagen, wir machen das dann direkt mal auf. Hier an der Seite lässt es sich aufmachen. Oh scheiße, und da ist auch schon alles rausgefallen. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Karten an. Den Rest legen wir erstmal zur Seite. Hier ist einmal das Pack drin mit den 50 Spielkarten und wir hatten auch gleich hier zu Beginn hier vorne die glitzernde Felinara Karte mit 90 HP, ich hoffe mal man erkennt die jetzt hier noch so, mit 90 HP Felinara, sieht mega geil aus, hat jetzt auch den Feentyp als Karte und es kann die Attacken Ringschleife und Widerhall, also alles ganz ganz gute Kartenelemente, die legen wir uns mal beiseite. Und dann geht es ja noch hier um das Pack, um die Pappschachtel. Die machen wir jetzt hier mal auf und da sind auch schon direkt alle Spielkarten drinnen, die es halt noch in diesem Pack so drinnen gibt. Ich sehe gerade schon, oh Gott, die sind hier alle kreuz und quer drinnen. Das ist nicht so gut. Ich werde die jetzt erstmal hier so verdrehen. So, also hier sind jetzt wirklich 50 Karten drinnen. Ja, ein ganzer Stapel ist hier drinnen. Ich würde einfach mal sagen, wir tun einfach mal diese Karten hier, die umgedreht waren, nach hinten. Denn irgendwie sagt mir so mein Gefühl, dass das die seltenen sind. So, ich habe die jetzt mal nach hinten getan, ohne auch noch dahin zu gucken. Wir haben jetzt erstmal drinnen ein Evoli, eine Trainerkarte, Energieumschalter, eine Feenenergiekarte, ein Bummels, eine Pflanzenenergiekarte, ein Boreos, okay, das ist richtig, richtig nice, dass wir jetzt hier ein Boreos drin haben, die lege ich mir mal zur Seite, ein Pipi, ein Muntier, eine Energiepflanze, die mir jetzt gerade runtergefallen ist, okay, ein Sarzenia, ein Knofenser, ein FM, wieder dieser komische Name, noch eine Pflanzenenergiekarte, ein Schnutthelm, Roller Skates, okay, nice, ein Evoli, was komisch guckt, ein Trank, noch eine Feenenergiekarte, ein Wartungstrainerkarten-Kartendingens, eine Pflanzenenergiekarte, ein Brief vom Professor, ein Knilz, ein Ultrigarier, ein Hydragil, ein Kampfreporter, noch eine Pflanzenenergiekarte, ein Pixie, Pixie sieht nice aus, ein Fortipurpa, ja, ein Evoli, ein Energieumschalter, nochmal eine Pflanzenenergiekarte, nochmal ein Bummels, sowie ein Knofenser, ein Felinara, diesmal nicht in Glitzern, sondern als normal, also die Karte, die wir auch gerade eben hatten. Nochmal eine Energiekarte, ein Ultrigaria, Roller Skates, ein zweites Mal, okay. Blattenergie, nochmal ein Pipi, ein Muntier, ein weiteres Evoli, ein Schnutthelm, eine Pflanzenenergiekarte, ein FM, wieder einmal, ein Hydragil, ein Brief vom Prof. Alter, kommen jetzt hier nur noch Wiederholungen oder was? Eine Energiekarte, ein Pixie, eine Wartung, eine Pflanzenenergie, ein Knilz, ein Trank, eine Pflanzenenergie, Kampfreporter,
Knofenser, Energie, Energie, Energie und Energie. Ja, das war so das Pack. Ich versuche jetzt noch eben die eine Karte hochzuheben, die wir verloren haben. Ja. Hier ist nochmal die Pflanzenenergie. Ja, also hier waren sehr viele Doppelte drinnen. Ich weiß nicht, ob so welche Packs das so an sich haben, dass hier tausendfache doppelte Karten drin sind. Ja, also wir hatten ja wirklich ja so viele Energiekarten wie noch nie. Und so viele Trainer, das hier sind ja alles doppelte Karten irgendwie. Ich weiß nicht irgendwie, ob da komme ich mir gerade irgendwie schon so ein bisschen verarscht vor. Jedenfalls haben wir aber Felinara einmal in glitzernd und einmal nicht in glitzernd erhalten. Sind beides dieselben Karten. Schauen beide ganz nett aus. Und wir haben noch Boreos hier drinnen. Die spezielle Karte. Aber das Pack ist ja noch lange nicht vorbei, denn hier ist noch einmal eine Trainerkarte. Also für Online-Spiele. Dann ist noch hier eine Schadensmünze, also eine Spielmünze mit Lucario drauf. Das ist immerhin auch noch in diesem Pack enthalten. So eine Spielmünze, schaut ganz nett aus. Mit Lucario. So, die glitzert auch richtig schön. Also da hat man sich definitiv Mühe gegeben, dass die so aussieht. Und ja, jetzt sind hier noch Schadensmarken drinnen. Ja, mit 10 Punkten, 10, 50 und 100 Punkten. Ganz nett. Brauche ich aber nicht zwingend. Was haben wir hier drinnen? Hier sind Regeln drinnen. Also zu den fliegenden Fäusten sind da auch noch Regeln drinnen. Hier ist noch eine Liste, wo alle Karten drinstehen. Und das hier ist jetzt quasi noch so das Spielbrett. Quasi, das kann ich auch mal auspacken. Ich hoffe mal, man erkennt das irgendwie so ganz gut. Das ist aber schon ganz groß, also kann man sich definitiv was von abgucken. Oh Gott, wie groß ist denn das, ey? Das ist ja schon größer als ein Poster. Einmal drehen. Oh, scheiße. Ja, so sieht's aus. Da ist einmal Felinara und da ist einmal, wie heißt dieses Pokémon da? Der Bär. War das nicht Pampam? Nee, das war die Weiterentwicklung, ne? Ich weiß gar nicht, wie dieses Pokémon da heißt. Jedenfalls war das alles jetzt hier in dieser Box drinnen von Felinara. Ja, das hier waren die beiden Karten, die da drinnen waren und Boreos. Alles in einem ein wunderbares Pack. Gefiel mir richtig, richtig gut, außer dass da ein paar Doppelte drinnen waren. Ich hoffe einfach mal, demnächst kommen noch weitere Packs raus. Und ja, wenn euch dieses Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und ja, ich würde sagen, das nächste Mal gibt es einfach weitere Videos von Sammelkarten oder von etwas anderem. Also, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.